und herzlich willkommen zurück zu American Truck Simulator. Ja, wie ihr schon im Hintergrund vielleicht erkennen könnt, wir haben ja bald Weihnachten und einige von uns stecken sich ja mitten im Winter. Bei uns ist es jetzt irgendwie nie Winter, da wo ich wohne. Wir haben aber seit vorgestern ein neues Event, und zwar das Christmas Winterland Event. Und ihr seht es hier schon, es sind wieder verschiedene Sachen, die man bekommen kann. Es gibt wieder verschiedene Dinge, die man tun muss. Und ja, wir werden uns jetzt mal ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir natürlich hier im Video, vielleicht auch die nächsten Videos lang und natürlich auch privat, dass wir das dann ein bisschen weiterführen, weil es ist natürlich immer das Gleiche, dass wir diese Events dann mal ein wenig machen werden. Und zwar gehe ich mal auf Aufträge suchen, beziehungsweise der Epi wird das jetzt machen, aber ich wollte euch das schon mal hier zeigen. Hier gibt es verschiedene Schneeflocken überall und ich schaue gerade, das sind anscheinend unterschiedliche Dinge, die man abschließen muss. Okay, das wusste ich jetzt selber auch noch nicht. Ich weiß nur, dass man 1000 insgesamt machen soll. Das ist wohl dieser Community-Auftrag, den wir bekommen, damit wir etwas freischalten können. Und ja, dann sollten wir uns etwas aussuchen, wo halt noch keine 1000 erreicht sind. Es sei denn natürlich, die sind dann schon gesperrt, wie hier oben dieses OMAG, dass man da nicht mehr hin kann. Ich bin mal gespannt, was der EP aussuchen wird. Der hat gerade noch ein paar Probleme mit dem Controller. Und wenn er soweit fertig ist, dann sehen wir uns gleich wieder. So, was wichtig ist, dass da Christmas Beverages, steht dann glaube ich immer da, ne? Genau. Gekühlt und isoliert. Wie kann ich denn jetzt ansehen und gleich einen Job annehmen? Zack. Lass mich doch in Ruhe mit deiner bescheuerten Synchronisation und ich darf hier durch die Weltgeschichte tingeln. Ja, ich möchte den Auftrag annehmen. 2120 muss ich jetzt sinnlos ausgeben, weil der Epi irgendwo wirklich am A der Karte hängt. Es ist zum Verrücktwerden. Da kann ich ja nichts für, wenn du. Ja, natürlich kannst du da was für. Dafür bin ich ganz müde und müsste eigentlich eine Runde schlafen erstmal. Ja, und mein Truck ist zerstört, weil ich eben versucht habe, das zu finden, was ja irgendwie scheinbar nicht ganz so einfach war. Ist dieses rote komische Ding hier rechts neben mir, bist du das? Nö, ich fahre gerade. Wo muss ich denn hin? Ja, du bist direkt da anscheinend. Ich muss erst hinfahren noch. Moment, ich muss... Steht zumindest da drauf, dass ich hier reparieren kann. Och, jetzt muss man hier extra noch alles anklicken mit alles reparieren oder was. Das haben sie irgendwie geändert anscheinend. Das ist total nervig mittlerweile. So. Ich würde aber trotzdem gerne losfahren. Oder überhaupt mal irgendwo eine Anzeige bekommen, wo ich hier. Kann man nochmal die Anzeige wechseln? Ich habe vergessen, wie man die Anzeige wechselt. Das fragst du mich jetzt. Weiß ich, wie lange ich hier gerade nicht mehr aufgenommen habe. War das F5? Scheiße. Ja doch, nee, mit F5 kannst du aber zoomen auf jeden Fall. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich komme von irgendwoher, komme ich zu dir auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Ja, ich habe ihn gefunden. Ja, das war ja jetzt auch schwieriger als gedacht. Also ganz ehrlich. Die ganze Zeit stand da nichts drin. Sag mal, Leute, wollt ihr mich hier veräppeln oder was? Oh, ich kann nicht. Ich muss rüberfahren. Ich muss rüberfahren. Der Epi wartet auf mich. Leute. Zwischenaufhalt zum gewünschten Portal setzen. Ja. Wie kann ich das machen? Wie macht man das? Zwischenauffahrt? Was? Wie? Wo? Ja, da steht zwischen... Zwischenhalt zum gewünschten Portal setzen. Wie mache ich das? Hilfe! Wo ist Hallo? Denn das? Ja. Muss ich da hinten rumfahren? Achso, da hinten auf der Rückseite. Nee, nicht da rumfahren! Wieso, da steht... Ich hasse es. Wieso kann man hier rumfahren, aber es ist nicht das Ziel? Wie blöd ist das denn bitte wieder gemacht?
Hallöchen. Sie putzen das aber schön hier. So, ach so, Moment. Jetzt muss ich wahrscheinlich auf der Karte. Da ist er! Da ist er! Der Christmas-Anhänger! Ich habe ihn gefunden. So, noch was. Stopp. Du sollst bremsen. Ich bin gerade total am Schlaufen. Wie macht man einen Zwischenhalt? Er zeigt mir die Route nicht an, weil ich zu dem Portal muss. Was er mir aber auch nicht anzeigt. Du musst zum. Keine Ahnung, ich muss mir das gleich angucken. Ich habe jetzt keine Ahnung, wovon der Epi spricht. So, wir haben ihn. Wir haben den Truck. Sehr schön. Mal gucken, wo müssen wir den jetzt hin? Zwischenhalt zum erwünschten Portal setzen. Jetzt habe ich die Scheiße auch. Was ist das für ein Mist? Was für ein Portal? Wovon redet ihr? F5. Nee, ich habe F gedrückt. Ich bin auch doof. Das sind wahrscheinlich diese Spiraldinger, nehme ich mal an. Warte mal, dann gehe ich mal auf Karte. Oder auch nicht, weil ich jetzt nicht mehr auf die Karte komme. Weltkarte. Man muss einfach nur auf die Karte gehen und da linke Maustaste drücken. Bei der Tankstelle ist irgendwie... Ist das das Portal? Die Frage ist nur, kannst du meins jetzt sehen? Oder folg mir einfach. Ich habe jetzt zu der Tankstelle... Wo hast du es denn hingemacht? Zu welcher? Ja, unten das. Was am nächsten war. Jetzt hat er da oben auch noch... Jetzt kann man das wieder wegmachen. Nein! Wie soll man hier bitte rausfahren? Boah, ist das ein Scherz, oder? Hey, ihr Idioten, bremst mal. Ihr seht doch, dass ich hier rum muss. Ja, ich kann nicht zurückfahren, Junge. Muss ich dich halt wegschieben. Tut mir auch nicht leid, wenn du zu blöd bist zum Fahren. So. Ufa, komm. Wie schwer sind die Dinger bitte? Ich komme ja hier gar nicht mehr vorwärts. Du fährst irgendwie in eine andere Richtung, keine Ahnung. Das ist sowas von grottig gemacht, ganz ehrlich. Wie soll man da zusammenspielen, wenn man dann nicht weiß, wo der andere dann seinen Punkt hinmacht? Ja, wieso? Ich habe doch gesagt, fahr mir hinterher. Nein, ich bin aber auf der anderen Seite rausgefahren. Ich weiß nicht, wo du hingefahren bist. Du bist ganz woanders hingefahren. Zu dem Ziel. Ja, jetzt habe ich Schaden, weil so ein scheiß PKW mir reingefahren ist. Ja, du kommst jetzt irgendwie von der Seite in mich reingebritzelt. Ach, du bist der Weiße? Du bist jetzt hinter mir direkt. Boah, bremst der mich hier wieder aus? Nur 19 Minuten. Was ist das hier für ein Auftrag? Ich meine, andererseits, wenn man kleinere Aufträge haben, schaffen wir natürlich mehr Aufträge auch für die Community. Ne? Muss man ja jetzt auch dazu sagen. Wir müssen hier gleich rechts. Nee, nicht, wenn du die Scheiße immer wieder suchst halt. Dann schaffst du nicht mehr. Aber ich muss jetzt hier raus. Weiß nicht, wo du hin willst. Aua! Warum fährst du mir was die Was ist das? Welche Idiot ist denn jetzt auf mich drauf gefahren? Was machst du da? Jetzt fahr endlich, Penner. Wieso hat der jetzt wieder einen Blinker rausgemacht? So. Ach so, da hinten. Ich wollte gerade sagen. Wo sollen wir den hinstellen? Ich sehe hier gar nichts Grünes. Ach nee, nicht hinstellen. Das war. Ach so, das war das Portal. Ach so sieht das aus. Müssen wir da einfach durchfahren? Ja.
hätte vielleicht vorher Truckstop Tour 4 von 22. Ich hätte vielleicht vorher mal dingsen sollen hier. Hä, jetzt sagt er, ich soll M drücken? Ach so, um das durch das Portal zu reisen. Ah, okay. Das ist wie ein Aussichtspunkt sozusagen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier ist Schnee! Aber außer Schnee... Doch, da hinten, da ist sogar ein Weihnachtsbaum. Ich muss es mal von der Außenlandschaft zeigen. Es wäre gut, wenn der Wagen auch fahren würde. Achso, Licht bräuchte ich vielleicht noch. Aber du bist irgendwie jetzt nicht mit dabei, hä? Nö, ich sehe dich auch nicht. Bist du denn durch das Portal durch? Ja, bin ich. Hä? Und wieso bist du da nicht bei mir? Verstehe ich nicht. Oh. Oh, ich muss das mal so machen, sonst kann ich hier nichts. Aber so sieht das auch schön aus. Oh, das rutscht aber ganz schön. Ui, wenn du bremst, musst du ein bisschen aufpassen. Ja, das sag ich euch. Aber auch schon das, das Lenken alleine ist auch schon... Das ist das erste Mal, wo ich mal ausnahmsweise... von mir aus nicht so schnell fahre. Mhm. Weil ich glaube, sonst habe ich... Aber das knirscht, der Schnee knirscht. Rudolfs Crafts. Ach, wie cool. Oh, scheiße. Das war, lass mich lügen, das war die Ecke, wo du dich richtig abgebremst hast. Nee, ich wollte nach links abbiegen und denk so... Also war ja noch das Schild am Angucken dabei. Und denkst so, ach, das schaffst du schon. Aber da hier alles weiß ist, habe ich die Straße ein bisschen breiter gemacht, als sie eigentlich war. Und war daneben der Straße. Ein bisschen. Ich bin ein bisschen zurückgefahren. Allerdings, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jetzt hier Gegenverkehr kommt. Aber ich glaube, das ist nur einspurig. Zumindest laut der Anzeige, denke ich mal, ist das auch einspurig hier. Was mich dann zur nächsten Frage bringt, haben wir hier andere Fahrzeuge? Oder ist denen das eventuell zu heikel? Muss ich jetzt auf einmal 2 Stunden noch fahren? Ja, das war viel weniger. Ja, 1 Stunde habe ich. Ja, 1,58, ja. Nee, 1 Stunde 4 war es eben. Jetzt habe ich 57. Hä, wieso hast du so viel? Keine Ahnung. Da war gerade... Scheiße. Wie war noch... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier fotografieren kann. Ich glaube aber... Oh, über Escape. Ach, Alter, was ist das hier für eine... Wie viel weiter bist du denn vor mir? Warum bist du so weit weg? Für eine Ansicht. Da vorne ist auch ein Video am Zielort. Ja, das ist der Weihnachtsmarkt wahrscheinlich, oder? Mountain Resort. Alter. Ey, ich bin hier 36 am Fahren, Vollgas angeben. Der kommt nicht von der Stelle. Also, weil ich jetzt gerade ein bisschen im Berg hoch bin. Oh, ich darf aber... Ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier irgendwo reinrase oder so. Hallöchen, hier kommt der Weihnachtstruck. Leider ohne Beleuchtung. Marigold, okay. Blue Sky Resort oder so stand da. Oh, ich glaube, da kann ich auch unfreiwillig nicht schneller fahren, so wie das hier... Das erinnert mich so ein bisschen an Mudracer. Es ist heftig. Ich höre irgendwas tuten hier. Oh, ehrlich? Nochmal? Ja, aber sehen kann ich nichts. Außer weiße Wände. Vor mir ist nichts, hinter mir ist nichts. Hier ist dieses Aussichtsding. Wie komme ich denn da hin? Oh, scheiße. Ich hab da einen scheiß LKW. Ach nee, doch da. Oh. Jetzt halt doch nicht hier an! Achso, warte mal, wir machen das anders. Also kann ich besser da rein. Eieiei, geh da jetzt hoch! Ich will dieses Video haben! Oh. Jetzt weiß ich, warum die eine Differentialsperre hier drin haben. Oh, scheiße. So, okay. Schauen wir uns das mal an. Schneeberge Urlaubsort.
Wieso haben die bei so einem Restaurant nur so mini kleine Bäumchen vorne? Wieso haben die da nicht so einen großen Baum? Autos sind alle verschneit, obwohl sie unter Carports stehen, auch nicht schlecht. Jetzt sind hier ganz viele Schneeaufträge, auch längere drin. Schon wieder Rudolfs Kräfte? Soll ich direkt einen neuen Auftrag annehmen? Oh, hier sind Schneemänner. Die werden zerstört durch das Episode One LP im Hintergrund. Du kannst mich mal. Soll ich jetzt einen neuen annehmen? Ich muss hier erstmal das Video zu Ende gucken. Ich mache hier gar nichts. Oh, was ist das denn? So ein Teil von einer Seilbahn ohne eine Seilbahn, oder was soll das hier sein? Hä? Haben die das quasi als Ausguck gemacht, oder wie? Okay, jetzt ist die Frage, wie? Wie komme ich da jetzt wieder zurück? Moment. Und die andere Frage, schaffe ich das, so wieder zurückzufahren? Wir werden sehen. Wenn hier rauskommen, ist noch die eine Sache. Aber komme ich dann auch wieder so daraus, dass ich da vernünftig rankomme? Gut. Sehr schön. Haben wir doch super gemacht hier. Ich habe schon ein neues angelegt, angenommen. Muss noch mal. Wieso ist mein Benzin jetzt voll? Hä? Ich habe eben einen halbleeren Tank gehabt und jetzt ist mein Benzin komplett voll. Was ist das denn? Jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt hier auf meine Spur fährst. Und voll in mich rein. Was für ein Idiot. Hier sind die ganzen Lieferwagen. Ich glaube, ich habe die falsche Auftrag angenommen. Da müssen wir 3 Stunden erstmal hinfahren. Scheiße. Kannst du ja Schnellreise machen. So. Erstmal das Video. Wunderschön. Aber bevor ich das jetzt absetze, mache ich mal ganz schnell ein kleines Foto davon als Erinnerung. Das ist doch wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Hallo? Lass mich hier wieder ins Spiel rein. Und lass mich abkoppeln. Super. Wieso ist da ein Trader neben dir? Da steht einer. Muss ich denke, den mir nehmen? Gefällt's. 40 von 50 Aufträgen. Ja, ich habe nichts verdient. Noch nicht mal das, was ich ausgegeben habe, glaube ich. Warte mal. Ja, doch knapp über das, was ich jetzt für die Schnellreise ausgegeben habe. Das war ja ein totaler Gewinn für mich. Aber gut, immerhin haben wir mal unser erstes, auch nichts verdient. Unseren ersten Event-Auftrag gefahren. Nach. Sag mal, ich habe vergessen, den Trailer mitzunehmen. Vielleicht, weil ich eben dieses Video mir angucken wollte. Der Trailer steht direkt neben dem anderen. Hä, starten wir jetzt da, wo wir sind, oder wie? Ja. Dann, ich wollte gerade sagen, dann drehe ich mich um und auf einmal fährt aus mir einer raus, der genauso aussieht wie ich. Wollt ihr mich hier veräppeln? Wie soll ich denn da jetzt rankommen? Warte mal, ich sehe hier gar nichts. Ich muss mich einmal drehen. Ich muss wieder ein Portal finden. Wieso hat denn mein... Ich nehme das Portal, was hier direkt... Das Portal, was hier ein Stück runter ist und, ich sehe hier jetzt keins. Haben wir hier Kollision? Gib mir einfach. Ja. Ich kenne den Weg nicht. Das glaube ich dir aufs Wort. So,
Kommt, Leute. Rückwärts fahren, nicht stehen bleiben. Zack. So, und los geht's. Ich habe nur keinen Zielort. Komm mit. Oh, warte. Nein, ach, F dich. Mann, wieso muss ich anhalten für so einen Scheiß? Das muss ich sonst auch nicht. Ich will die Schneemänner kurz fotografieren. Ich weiß, ich gehe euch allen auf die Nerven damit. Aber ich finde die süß. Moment, das ist... Oh, das sieht auch cool aus im Dunkeln. Ich will die eigentlich im Hellen haben. Gibt es hier auch noch irgendwas mit Sonnenstunden? Viel heller geht's nicht, oder was? Zack. Jetzt habe ich Schneemänner fotografiert. Könnt ihr alles sehen auf Pinterest, auf meiner Pinterest-Seite. So, jetzt ist der Epi bestimmt schon weg, so wie ich den kenne, weil der haut nämlich immer ab, wenn ich irgendwo ein Foto mache. Und dann weiß ich nicht, wo dieses komische Dingsbums-Portal ist da. So ein besoffener Penner steht hier quer über die Straße. Muss ich mal weghupen. Ich müsste aber eigentlich mal deinen Namen ausschalten. Ich glaube, das wäre besser. Stell dir mal vor, dass wir das doch nochmal irgendwie hinkriegen, dass wir so eine Community-Aktion machen. Oh, ich bin ein bisschen schnell. Und dann haben wir da irgendwie so 10, 20 Trucks, die alle hintereinander fahren. Und ich muss überall die Namen lesen. Das ist ja auch doof. Weil das sieht ja dann richtig doof aus. Jeder von euch, der selber fährt, ist herzlich eingeladen, weil wir haben es bisher noch nicht hingekriegt, auf 2 Monaten ein Community-Event zu veranstalten, wo mal alle mitfahren können. Der Epi sagt schon gar nichts mehr. Der ist schon total verzweifelt. Der hat keine Lust auf Community-Event. Er will einfach nur in seinen stillen Kämmerlein alleine vor sich hinfahren. Ja. Ich will nur nicht, dass man mir immer reinfährt, wie du das machst. Ja, erstens bist du derjenige, der ständig in mich reinfährt. Und zweitens kann man ja und sollte man auch die Kollision ausschalten. Ich sehe aber immer noch kein Portal auf der Karte. Beziehungsweise wir fahren wahrscheinlich zu dem gleichen jetzt wieder zurück, ne, wo wir hergekommen sind, denke ich mal. Nein, es ist eins, wo wir noch nicht waren. Oh, nicht so schnell. Sonst fahren wir gleich gegen die Wand. Wobei, ist natürlich relativ. Eigentlich bei so einem Resort sollte man davon ausgehen. Schleichwerbung, ich habe gerade Schleichwerbung gesehen. Sollte man davon ausgehen, dass man an speziellen Stellen dann doch fahren kann. Wieso haben die hier random mitten am Straßenrand? Oder waren das keine Weihnachtsbäume? Waren die nur weiß? Kommst du jetzt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin rechts abgebogen. Der eine sah aus, als ob der beleuchtet war. Ach, da hinten sehe ich ein Portal. Aber das ist das, wo... Oh, jetzt steht der da noch mitten im Weg rum. Ich denke, du bist abgebogen. Ich weiß, ob... Ich wusste ja nicht, ob du das siehst. Wenn du sagst, du bist rechts abgebogen, dann biege ich rechts ab. Aber wenn du da stehst, um reingefahren zu werden, ist das natürlich schlecht. Und ja, es ist immer noch das gleiche Portal, wo wir hergekommen sind. Dann schau dir das Video an. Christmas time. Ist das ein gefrorener See hier links? Oder? Ja. Da war er weg. Der Epi ist in den Nebel reingefahren. Na gut, in den Sternennebel sozusagen reingefahren und plupp war der weg. Wir machen Mountain Fun Gift Packs, müssen wir jetzt bringen zum Weihnachtsmann. Hä? Da sind wir. Der Epi ist schon wieder irgendwo vor uns am Fahren. Und ich sehe wieder nichts. Ach, ich fahre dem natürlich hinterher. Das ist aber... Hä, der zeigt mir jetzt aber nicht die Straße an. Ich glaube,
Der wollte gar nicht, dass wir da rausfahren. Aber anders geht's ja jetzt hier schlecht. Oh, ist das euer Ernst? Wie blöd ist diese Auffahrt bitte? Oder Abfahrt? Ja, Auffahrt. Auffahrt auf die Autobahn. Wie soll man denn da durchkommen? Hallo? Ich fahre einen Truck. Und die Straße ist ja auch noch gesperrt, oder was? Hä? Mhm. Hier sind überall Pinölchen drauf. Also die linke Spur ist gesperrt, nicht die Straße. Die Gameplay und trödelt wieder nur rum. März 73 komme ich gerade nicht. Doch, geht bergab. Ich bin jetzt bei 83. Mal schauen. Es ist Samstagnachmittag, was übrigens gar nicht so verkehrt ist. Allerdings stimmt die Uhrzeit nicht. Wir fahren Richtung Kansas. Ach nee. Aber da steht Explore Kansas. Übrigens eine sehr schöne Gegend. Also von World of Trucks. Beziehungsweise von American Truck halt. Oder von Euro Truck. Nee, American Truck ist es drin. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Nein. Nein, das ist nicht bei American Truck. Oder nein, du korrigierst mich nicht. Nein, ich korrigiere dich nicht. Muss schon expliziter reden, ne? Also. Nee. Jetzt fahre ich hier 105 und die sind irgendwo weit weg von mir. Das kann doch nicht sein. Die dürfen hier gar nicht so viel fahren. Ich weiß nicht mal, wo du bist, aber immerhin habe ich ein Ziel. Ich weiß zumindest, wo ich hin muss. Also bei mir sind es noch 52 Meilen, 57 Minuten. Eine Stunde jetzt. Ob ich dann zum Portal muss, weiß ich nicht. Wir sind ja. Ach so, ja doch. Ich denke mal, wir müssen dann ein neues Portal betreten und dann wieder so 5 Minuten fahren oder so. Wahrscheinlich, ja. Was eigentlich auch beschiss ist, weil es hieß ja überall, dass man halt die Aufträge im Schnee macht. Also das kam für mich so rüber, als ob jetzt die ganze Landschaft hier bei World of Trucks, also ich sag mal World of Trucks, ne? Also wo American und Euro Truck 2 drin sind. Dass die alle jetzt so halt weiß sind. Oder vielleicht auch nur Teile. Gibt bestimmt auch Teile, wo du halt keinen Schnee hast, ne, in den Staaten. Das weiß ich jetzt nicht hier in der Gegend. Oder wahrscheinlich alle, oder? Obwohl, ja gut, nee, ist Amerika. Ich meine, die haben ja auch Schnee. Aber wie ist das so mit Mexiko und so? Ich denke mal, dass die keinen Schnee haben, oder? In Mexiko eher weniger, glaube ich. Es sei denn, es ist irgendwo ganz oben auf dem Berg vielleicht. Ja, weil, ich meine, ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich denke, dass die in Mexiko, dass sie das wohl immer recht warm haben, oder? So Nevada und Arizona, die Wüsten, da wird kein Schnee sein, glaube ich. Hätten dir die Straße angemalt mit irgendwelchen Bremsspuren? Ja, was ich weiß, in Kreta, da haben sie zu mir gesagt, dass da wohl auch kein Schnee ist. Ja, ich sehe deinen Namen. Ganz wenig, so die Hälfte ungefähr, aber ich sehe deinen Namen. Der Truck, dessen Namen ich genannt werden darf. Da hinten ist wieder das Plakat vom Butterfly Effect. Ach, Relief? Ich habe immer gedacht, da steht Belief. Junge, lass mich dich überholen. Du hast eh einen Schwertransport mit Flüssigkeit. Du kannst eh nicht. Was haben wir eigentlich? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Beziehungsweise, ich habe drauf geachtet. Wieder Geschenkpakete. Stimmt, da stand irgendwas mit Gift. Ja, doch. Ich wollte schon sagen, ich habe schon drauf geachtet, aber ich habe es wieder vergessen.
Nach 18 Minuten, dann werden die Geschenkpakete an den Nordpol geliefert. Nach 10 Minuten. Ey, wer fährt bitte so? Also sollte mal ein Entwickler bei mir zuschauen. Bitte. Keine KI, also eine KI schon, aber keiner, der wirklich Auto fährt. Fährt auf die linke Spur und zieht dann direkt wieder auf die rechte Spur, obwohl vor ihm frei ist und hinter ihm frei ist. Es sei denn, er ist besoffen oder übermüdet oder so. Das kann vielleicht noch sein, aber ich glaube nicht, dass sie das damit im Sinn haben. Weil das machen ja auch die Autos, das machen ja nicht nur die Trucks. Das ist ja das Schlimme. Jetzt kriege ich den nicht überholt, weil meine Karre nicht richtig fahren kann. Das ist das Schlimme an diesem Spiel. Willst du mich... Nein, die Gameplay und raste mich rein. Pass auf, jetzt stehen hier alle. Jetzt fahr doch, ey. Ich will nicht bei Rot ankommen. Weißt du, hier bei uns auf der Auffahrt darf ich schon nicht mit mehr als 5 bis 10 rumfahren. Die Karre kriegt es nicht hin, mehr als 20, 25 im Berg hochzukommen. Also hier der LKW, ne? Nicht mein Auto. Ah! Wir haben den Schulbusorganisator gefunden. Beziehungsweise so sehen die normalen Busse, glaube ich, bei denen aus, ne? Moment, Moment, Moment. Es tut mir wirklich leid, Leute. Eigentlich tut es mir nicht leid. Also zumindest nicht den Autofahrern gegenüber. Aber es ist wieder soweit. Wir haben wieder ein gutes neues Motiv für Pinterest. Müssen wir mal kurz hin. So. Zack. Da steht aber Schulbus drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. So, weiter geht's. Wundert mich, dass hier noch keiner gehupt hat. Hm. I'm driving home for Christmas. I'm searching the portals. Ist aber kein Portal dabei. Das ist eine Scheiße. Du bist doch an einem, oder nicht? Nein, das ist die Abgabestelle hier schon direkt. Ach so. Ich dachte, wir müssen immer durch Portale und dann... Oh, schaffst du das, schaffst du das? Ja, bin ich durch. Sehr schön. Gucken wir mal, wo müssen wir denn da hin? Ich glaube, ich habe noch kein einziges Mal an irgendeinen Bauern... Doch einmal, glaube ich. Oh, oh. Sag mir doch vorher, dass hier so ein kleiner Wendekreis ist. Wo ist der jetzt gegengefahren? Hä? Hat der Busch mich jetzt hier kaputt gemacht? Willst du mich veräppeln? Hier ist doch nichts. Leute! Also das sind so Dinge, wo ich nicht verstehe, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Ich meine, so ein Busch kann dich doch nicht um 2% schädigen am Auto. Und ich habe die Außenansicht. Oh, aber ich schädige. Oh, ich schädige aber gleich deren Zaun. Es tut mir jetzt schon leid. Obwohl. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Oh, das war aber knapp hier. Ja, komm, fahr noch ein bisschen weiter. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Was ist denn darum rückwärts? Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich mache einfach mal die normale. So, wenn er hier jetzt einmal weggehen würde, dann könnte die Dame mit ihrer Geschenkelieferung den Weihnachtsmann beliefern. Obwohl, das sieht mir nicht so nach Nordpol aus. Kann man das noch perfekter machen? Ich weiß ja nicht.
Ja, und ich habe sogar was daran verdient. Nicht wie beim ersten Mal, wo alles abgezogen wurde für die Schnellreise. Weil der Epi irgendwo am A der Welt war. Ja. Ich habe übrigens einen neuen Auftrag schon angenommen. Der steht da hinten in der Ecke. Ich warte auf dich. Oh, das ist ein Sklaventreiber. Ich würde mal sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Dann haben wir zwei zusammen. Das ist schön. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.